So, willkommen zurück. Tomorrow, no, together, future. Noch ein Gleichheitszeichen dazwischen. Wir haben das letzte Mal wieder den Strom angeschaltet und gemerkt, wir sind gar nicht mal so alleine hier. Wir haben hier noch Was Zivilisten zur Hölle ist hier passiert? auf der Station, die nur dummerweise an uns vorbeigerannt sind. Und wir konnten denen nicht hinterher. RIP Sevastopol. Ruhe in Frieden. Ja, es sieht so aus, als hätte man die Station wirklich aufgegeben. Die Frage ist halt nur, warum? Wir haben von einem Vorfall gehört, mehr oder weniger. Aber wir wissen noch nicht genau, was vorgefallen ist. Ah ja, hier die Bänke, die muss ich mir mal noch angucken. Nicht, dass hier irgendwie was liegt, was ich nachher wieder übersehe, vergessen habe. Mal gerade austesten, wie lang und wie weit die Frau hier sprinten kann. Wäre vielleicht wichtig zu wissen für später. Wenn wir mal vor irgendwas wegrennen müssen. Nicht, dass ich dann die ganze Zeit renne und dann auf einmal kommt irgendein Viech. Und davor kann ich ja nicht mehr wegrennen, weil ich keine Ausdauer mehr habe oder so. Das wäre kontraproduktiv. Fuck Sixen. Ja, keine Ahnung, was die gemacht haben. So, fallen wir da wieder runter, dann können wir gar nicht drüber gehen hier. Wie kommen wir denn jetzt da weiter? Warte mal, da ist eine Treppe. Ah. Bis jetzt kommen wir relativ gut voran hier. Scheint ja doch relativ viel Japanisch hier dabei zu sein. Bei der Sevastopol, no entry, kein Eingang. Tür verschlossen. Ionenschneider benötigt ja wo kommt man das denn bitte her? Was steht denn da hinten? Der Flugschreiber. USCSS Nostromo. Da hinten ist wahrscheinlich der Flugschreiber. Scheiße, wir kommen da nicht rein. Verdammte Kacke. Junge Frau, wir sind so kurz vom Ziel, oder wie jetzt? Wie darf ich das jetzt verstehen? Schiff. Ist das unser Schiff? Ich bin hier. Hallo. Hier. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich bin hier. Hier drüben. Verlaine. Die müssten mich doch sehen, wenn sie hier reingucken. Die haben doch riesen Schein. Verdammt scheiße. Ah, fuck. Verdammt. Ich glaube, ich habe vorhin unter den ganzen Geräuschen etwas gehört. Ist jetzt hier irgendwie was aufgetaucht hier? Ach Gott, das nervt jetzt schon so. Hier dieses Geräusch, dieses Rümmens, dieses Monotone. Hat mich gerade an Slender erinnert. Unschön. Da kommen wir so nicht rein. Was? We need help? Ja, ich bräuchte auch Hilfe. Wäre cool, wenn man hier vielleicht noch einen Kumpel hätte oder so. So einen Kumpelfreund, Kumpelblase. Aber dann wäre es auch wieder doof, dann wäre man ja nicht alleine und ah, da liegt was. Leuchtfackel. Gerade gedacht, wegen der Geräuschkulisse der Wellen, was? Oh, Air-Hockey-Tisch. Das ist cool. So einen hätte ich auch gerne. War einmal in Urlaub früher als kleines Kind mit meinem Vater die ganze Zeit an so einem Ding durchgesuchtet. Das macht schon Laune, ey. Irgendwann hole ich mir mal so ein Teil. Und wir müssen wieder das Strom anmachen. Ja, Licht ist immer gut. Aber macht halt auch wieder Lärm. Ah, sieh mal einer an. Musik. Aber wir können nicht springen, das nervt mich immer noch. Gehen wir mal da rein.
Ja, hat sich was bewegt da drin. Da geht eine Lampe hin und her. Ich weiß immer nicht, ob das menschlich war. Hallo? Irgendjemand? Irgendwas? Was war das jetzt für ein Geräusch? Ich hänge irgendwo. Ups. Auf Terminal zugreifen. Ja gut, dann machen wir das mal. Privat. Zoe, es tut mir leid, aber Sie müssen nächste Woche nicht kommen. Wie Sie wissen, steckt der Laden seit einiger Zeit schon in Schwierigkeiten. Und ich konnte die Schuldner nicht mehr länger hinhalten. Niemand kommt mehr nach Sevastopol. Wir sind nicht allein. Scheinbar schreibt die ganze Station rote Zahlen. Und jetzt wird uns der Hahn zugedreht. Ich verkaufe alles zum Schrottpreis. Einer der Ingenieure sagte, man würde es bald offiziell verkünden. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie sich hier nicht einen anderen Job erhoffen. Sevastopol ist am Ende. Harper. An alle Mitarbeiter der des Raumfahrtterminals. Im Interesse der öffentlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Panik müssen mögliche Passagiere darauf hingewiesen werden, dass sämtliche Abflüge von Sevastopol gestrichen wurden? Die Colonial Marshals untersuchen Probleme auf der Station und werden alle auf dem Laufenden halten. Aus dem Büro von Marshall Waits. Den Namen hören wir jetzt nicht, lesen wir jetzt nicht zum ersten Mal. Keiner durfte raus. Ich stelle jetzt mal eine Vermutung an. Irgendjemand wurde von so einem Alienviech, also von einem Facehugger, geknutscht. Er hat einen Parasiten in sein Bäuchlein gesetzt bekommen. Und aus Angst, dass das bei mehreren der Fall sein könnte, dürfte keiner mehr die Station verlassen. Und die haben dann wahrscheinlich da diese gesucht, vermute ich mal. Versucht, diesen Parasit zu finden bei den Leuten und dann zu töten, das Ganze einzudämmen. Bevor das Schlimmste passiert. Aber es ist halt doch passiert, wie es aussieht. Was ist Apollo? Apollo ist die zentrale KI, die Sixen Hiwi-Androiden auf Sevastopol überwacht. Und ihnen beratend beisteht. Außerdem überwacht sie die stationsweite Kommunikation. Wo immer sie auch sind, sie sind in guten Händen. Season. Morgen gemeinsam. Apropos Kommunikation, hatte die Diane nicht gesagt, die Kommunikation wäre hier im Eimer? Und deswegen hätte die Samuel einen Verstärker mitgegeben? Was macht man jetzt ohne Samuel, wenn der diesen Funkverstärker hatte? Hört ihr das? Okay. Man kann es ja auch nicht so oft hintereinander speichern. Mal die ganzen Schubladen noch durchgehen. Major Jones, heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Also irgendwas ist vorgefallen und die wollten es vertuschen. Wird wohl wirklich, ja, logischerweise mit den Aliens zu tun haben. Hört ihr das? Ach, das sind wir, Lad. Das ist ja auch grün, mehr oder weniger. Ah, cool, das können wir auch öffnen. Müssen wir... Ach Gott, nee, oder? Aber wir müssen uns echt merken, grüne Sachen, die leuchten, die können wir öffnen oder benutzen. Mulmiges Gefühl hier dran. Oh Gott. Ich habe ein ungutes Gefühl gerade.
Irgendjemand ist da. Wer auch immer das war, oder was auch immer das war, es ist jetzt schon weiter. Aber wenn es ein Alien wäre, hätten wir das doch gehört. Das würde Geräusche machen, oder? Es würde auch nicht vor uns wegrennen. Und es muss größer sein. Es ist kein Facehugger, sonst hätte es die Lampe hier nicht berührt. Vielleicht ein Mensch. Der muss da über uns sein. Hoffentlich können wir da jetzt gefahrlos hochklettern. Wer auch immer das war, der ist jetzt schon weg. Verdammt ist der schnell. Der rennt ja wie als wäre der Teufel hinter mir her. Vielleicht ist es ja das. Vielleicht ist er das ja auch. Es ist auch schon was hinter uns her und wir wissen es nur noch nicht, wir haben es noch nicht gemerkt. Aliens sind da eigentlich relativ gut im Verborgenen rumlungern und dann zuzuschlagen, wenn man es am allerwenigsten hier erwartet. Hier fällt alles auseinander. Du hast recht, gute Frau. Ich höre jetzt was in so ein Gerät. Der Gerät. Kann ich hier noch irgendwas, die Flossen bekommen, irgendwas nehmen? Nein, springen kann ich aber bekanntlich auch nicht, wie wir ja mittlerweile immer nur wissen. Was denn für ein Gerät? Kann ich nicht weiterkommen? Ja, ich könnte jetzt hier drauf springen und dann da drüber was benutzen? Ach. Ja, Leute, ihr hättet aber auch können eine Springfunktion da reinmachen. Die Trümmer fliegen draußen wahrscheinlich immer noch umher. Stay Perky, Freeze-Dried Coffee. Ich sag gerade einfach nur wieder, da die Chowans über uns sind weggeflogen. Das kann natürlich auch sein. Na, wenigstens ist da hinten noch Licht. Das ist immer gut. Scheiß die Wand an. War das jetzt eine technische Fehlfunktion oder hat da irgendwas die Lampe kaputt gemacht? Oh, Backe. Hallo. Hallihallo. Wollen wir mal eine Fackel anmachen? Wie viel haben wir denn noch? 3 Stück? Ich weiß nicht, die sollte man sich eigentlich besser aufheben. Gucken, vielleicht ist ja noch Licht irgendwo da. Ich brauche mal ja nichts. Wo sind wir hier? You are in safe hands with us. Am Arsch. Enid. Enid. Großer Raum hier.
gerade leicht Angst davor. Plasma-Schneider. Ja, Ionenschneider, Plasma-Schneider. Ja, da kaufen wir mal fix auf eBay und dann kommen wir ja auch im Spiel mal wieder weiter. Saloms? Ach, Salomon. Salomon Slum. Shalom. Ach, ich weiß das aber nicht witzig. Ach, gut, das war ich. Ja, bei sowas müssen wir halt echt übelst aufpassen später, dass wir uns nicht verraten. Und so viele Tote hier. Verdammte Scheiße. Nicht, dass da irgendwie noch ein Alienviech rausschlüpft da. Ich will jetzt aber auch nicht hier die Fackel jetzt. Die will ich jetzt wirklich noch nicht benutzen. Vielleicht ist er derjenige, der die ganze Zeit vor uns hier wegläuft. Looters will pay. Sorry, aber Diebe wären im Moment meine geringste Sorge. Strom wiederherstellen. Okay, dann müssten wir also unten rum. Müssen wir halt hier lang. Schöne Katze. Was ist mit der Katze passiert? Die hat sich nicht so angehört, als wäre sie weit weg. Erstmal Strom anmachen. Licht ist immer... gut. Und go. Was ist das für ein Geräusch, das jetzt die ganze Zeit? Was schnauft hier so? Für jede verdammte Tür brauchen wir hier irgendwas. Und da was liegt? Ist irgendwie sonst was dagegen gerannt? Okay. Hier kommen wir, glaube ich, noch nicht weiter. Ich habe auch gerade leicht Bammel. Was ist das denn? Ach, das ist so ein Pappkarton. Gott, ich habe gerade schon gedacht, ich scheiß die Wand dann.
Ah, dann müssen wir wieder zurück. Aber wir haben ja jetzt den Strom angemacht. Vielleicht können wir jetzt durch die eine Tür. Nix wie raus hier. Was haben wir denn hier noch Gutes? Ich will nicht wissen, was mit der armen Katze passiert ist. Scheiße. Ah. Fuck the Marshals. Ja, fuck the Police oder was? Ja, wie ich mir dachte. Jetzt können wir da rein. Und da hinten ist ein Speichergerät. Das benutzen wir auch so gleich. Zum Verstecken. Verarsch mich nicht. Speichern. Und da würde ich sagen, mach mal einen kleinen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Tschüss.